Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht ganz genau, aber ich glaube, ich habe in meiner Karriere noch kein Interview mit einem amtierenden Weltrekordhalter geführt. Bis jetzt. Ich bin sehr froh, dass Christoph Baumgartner meine persönliche Bildungslücke schließen wird. Servus. Hallo, servus. Wie lebt sich denn so als Weltrekordhalter? Ja, fühlt sich noch nicht verändert, muss ich ganz ehrlich sagen, außer ein bisschen Stress am Handy, weil sehr, sehr viele Leute sich natürlich gemeldet haben, aber ja, freut mich natürlich sehr, viele Glückwünsche von alten Weggefährten, von Freunden und ja, es zeigt dann natürlich schon auch, wie speziell das Ganze war. Aber du hast nicht besser oder schlechter geschlafen aufgrund des Tors. Nur kurz zur Erklärung, wir zeichnen einen Tag nach dem Spiel in Bratislava und nach dem sensationellen Rekordtor von Christoph auf. Beim Einschlafen ist mir schon noch das eine oder andere Mal durch den Kopf gegangen, der Treffer. Auch heute Morgen habe ich dann so ein bisschen realisiert, okay, so Weltrekord, das ist schon was Besonderes. Und natürlich bin ich da auch stolz drauf, bin glücklich, dass der Flo Wirtz ein bisschen länger gebraucht hat, weil wenn wir den gleich an die Deutschen verloren hätten, das wäre nicht so cool gewesen. Von dem her, ja, schon was Besonderes. Ja, schon elend lang, der hat ganze 8 Sekunden gebraucht, eigentlich erbärmlich, oder? Ich habe gesagt, da war ich schon jubeln. Warst du schon wieder fertig mit dem Jubeln? Jetzt haben sie natürlich richtigerweise erkannt, dass wir da eine schöne Requisite stehen haben. Und das hat auch einen speziellen Grund. Ich habe es nämlich nicht nur mit dem Weltrekordhalter, was das schnellste Länderspieltor angeht, zu tun, sondern auch mit dem amtierenden Drittplatzierten bei der Krone Fußballerwahl. Und der Pokal sei dir jetzt offiziell mitgegeben. Das Siegerinterview unter Anführungszeichen haben wir ja schon aufgezeichnet. Aber jetzt hast du ihn auch haptisch sozusagen zu Gesicht bekommen. Wie fühlt er sich denn an? Ja, super. Wie gesagt, ich kenne ja so einen ähnlichen schon, vom Newcomer, glaube ich, heißt er. Und ja, jetzt habe ich einen Zwilling dazu, der wird daneben stehen in Wien in meiner Wohnung. Von dem her, ja, glaube ich, ein ganz gutes Teil für die Wohnung. Die sollen bitte lieb sein zueinander, gell? Du passt auf, dass sie dir nicht in die Quere kommen. Jetzt darf ich dir bitte noch einen Satz zur neuen Wäsche sozusagen abluchsen. Ich darf noch das Setting erklären. Wir zeichnen ja da am Rande des Fotoshootings für die neue ÖFB-Dress auf. Die liegt oder sitzt wie gut und ist wie EM-tauglich. Sehr gut. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr zufrieden. Ich finde das Muster ganz cool. Die Tormänner schauen halt wie immer ein bisschen komisch aus, aber das passt auch zu einer. Von dem her ist alles okay. Wir sind sehr glücklich über die Wäsche und gut ausschauen ist auch immer wichtig, meiner Meinung nach. Aber jetzt müssen wir den Schlager verpfeifen, oder? Jetzt müssen wir sagen, was er gesagt hat. Er ist nämlich dahinter gestanden, der Alex Schlager, deswegen der kleine Seitenhieb und gesagt, was, du bist nur Dritter geworden bei der Fußballer. Aber er war nämlich tatsächlich einmal Fußballer des Jahres, aber was nicht ist, kann er noch werden. So ist es, haben wir eh schon ausgemacht beim Interview. Richtig, also dann alles Gute für dich. Oder am liebsten wäre mir, ich darf dich dann nächstes Jahr als Europameister und Weltrekordhalter und Krone Fußballer des Jahres interviewen. Sind wir im Geschäft? Würde ich nicht nein sagen. Alles klar, vielen Dank dafür. Alles Gute. Danke.